Seid willkommen. Seid gegrüßt. Ja, können wir gleich loslegen. Können wir gleich mit dem ersten Livestream von Harveys Neue Augen loslegen. Harveys Neue Augen im Live Let's Play mit dem Zwergenfürst. Ja, so. Müsste jetzt eigentlich geklappt haben. Seht ihr kurz, habt ihr jetzt ganz kurz meinen Desktop gesehen. Ja, der Chat verdeckt ein bisschen was. Aber hier muss Dedelic Entertainment Presents. Da wären wir. Harveys Neue Augen. Ich würde sagen, schauen wir mal, wie wir mit der Chatbox zurechtkommen. Eventuell werde ich den noch ausblenden. Aber ich starte jetzt hier schon mal. Los geht's, neues Spiel. Dedelic Entertainment Presents. In Cooperation mit Runde Media. Game by Jan Domi James. Harveys Neue Augen. Du brauchst etwas Trost, denn du hast dir das Knie aufgekratzt. Wahrscheinlich hast du dich gestoßen. Na, wer wird denn gleich weinen, mein Schatz? Denn in entscheidenden Momenten hab ich immer Nadel und Faden dabei. Das werden wir gleich haben. Es wächst wieder zusammen, es lässt sich alles nun schon so gut wie geschehen. Also reiß dich zusammen, realistisch gesehen sind es doch nur ein paar Schrammen. Sammelt auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Schau doch jetzt nicht so geknickt, denn das kriegen wir schon wieder hin. Das lässt sich doch alles noch flicken. Weil ich bei dir skeptisch bin. Denn in entscheidenden Momenten hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei, doch auch Nadel und Garn bergen durchaus Gefahren. Denn bei deinen linken Händen kann das übel enden. Ich will dich nur warnen, man muss in entscheidenden Momenten die Ruhe bewahren. Hier hast du Nadel und Faden. Pass damit auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Ich muss mich vielleicht korrigieren. Die Wunde wird nicht gut verheilen. Da hilft ja, jetzt haben doch wir kein Lamentieren. An deinen Nähkünsten musst du noch feilen. Ich versuche nicht, das Not ins Mikro zu atmen. Hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei, doch dein Talent ist zu klein, tapferes Schneiderlein. Dir fehlt das Geschick, deine Finger sind zu dick. Fang mal nicht an zu weinen und schau nicht so gekriegt. Ich wollte doch nur hilfreich sein. Thank you.
Teelöffel. Der Harvey. Sieht aber nicht mehr so gesund aus. Pass damit auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Ja, das hat jetzt ein Weilchen gedauert. Hallo, liebe Freunde des Abenteuerspiels. Die Spyware, die wir auf euren Rechnern installiert haben, teilt mir gerade mit, dass heute Abend wieder viele Kinder vor den Monitoren sitzen. Was? Darum erzähle ich jetzt auch nicht die Geschichte, die ich eigentlich vorbereitet hatte. Das ist durchaus schade. Es wäre eine gute Geschichte geworden. Mit unterhaltsamen Explosionen, einem gigantischen Roboter-Opossum. Aber eben auch mit vielen unflätigen Ausdrücken und einer unangemessenen Anzahl übersteigerter Gewaltdarstellungen. Die Geschichte, die ich euch stattdessen erzählen möchte, ist ein wenig anders gestrickt. Sie handelt von Illy, dem bravsten Mädchen auf der ganzen Welt. Und sie beginnt im Hinterhof einer kleinen, verträumten Klosterschule. Gar nicht weit weg von dem Ort, an dem das gigantische Roboter-Opossum gerade unschuldigen Passanten das Gehirn durch die Augenhöhlen zieht. Oh. Aber genug davon. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Und Lilly harkt fröhlich singend Laub im Garten. Ach ja. Hey, wie oft muss ich dir noch sagen, dass bei der Arbeit nicht gesungen wird? Du weißt genau, dass ich das Geräusch von fröhlichen Kindern hasse. Diese Kinder machen mich noch wahnsinnig. Jo, Kapitel 1. Die Klosterschule. Oh. Wenn das mal nicht Edna ist. Bist du? Wurdest du von der Ignaz schon wieder zum Blätter-Kehren verdonnert? Aha. Langweilig und unnötig obendrein. Die Blätter wehen doch sowieso immer wieder zurück auf den Weg. Du solltest lieber mitkommen. Ich bin nämlich gerade auf Schatzsuche, musst du wissen. Aha. Tja, deine Entscheidung. Wenn du hier fertig bist, kannst du ja immer noch zum Schaukelbaum nachkommen. Ich glaube, ich habe da was in einem der Beete gefunden. Bis dann. Tüdelü. Genau. Immer wieder hört man von Unfällen durch Tutorial-Polizist. Um das Risiko einer entstellenden Verkrüppelung zu minimieren, empfehlen wir die strikte Einhaltung der nachfolgenden Sicherheitshinweise. Wollt ihr das Tutorial spielen? Das Tutorial spielen? Ja. Warum nicht? Ihr habt euch dazu entschlossen, das Tutorial zu spielen. Das ist sehr vernünftig. Da ihr gut aufgepasst habt, wisst ihr auch, dass der Klostergarten vom Laub befreit werden muss. Die Harke hat Lilly bereits in der Hand. Der Cursor zeigt dementsprechend das Bild einer Harke. Um zu erkennen, wo Lilly harken kann, ohne dabei das Gesicht eines Mitschülers zu zerkratzen, reicht das schon ganz gut. Auf die Leertaste. Probiert es doch einmal aus. Okay, ich muss mal kurz eins machen. Versuchen wir mal das hier. Ja, vielleicht ist es dort besser. Und andererseits... Okay, das müssen wir erstmal das Tutorial. Ich würde gerne noch die Stimme irgendwie anpassen, die mal ein bisschen lauter machen. Das kam mir gerade ein bisschen leiser vor. Ein bisschen zu leise. Laub. Na komm. Laub. Nein. Laub. Ich benutze es doch. Ach komm, beenden wir das Tutorial. Das muss ja nicht sein. Schnelleinsteiger. Laub. Da. Haken können wir von selbst. Das kriegen wir schon hin. So. Kann ich irgendwie ins Menü. Tja. Zum aktuellen Zeitpunkt kann ich leider gerade nicht ins Menü gehen. Zumindest nicht über die Escape-Taste.
sicher. Bin ich herausgefunden, wie das herausgefunden habe, wie das geht. Würde ich auch gerne mal speichern irgendwann. Das soll mal ein bisschen Laub fegen. Ganz brav. So. Nicht zurück, Lilly. Nicht das Laub zurückfegen. Okay. Jetzt haben wir es echt auf eine Flecke gehakt. Vielleicht. Tja. Tja. Laub. Fröhliches Laubhaken. Tja. Vor uns zurück. Können wir irgendwas anderes haken? Steinplatten. Was ist denn das für ein Lärm da draußen? Das ist ja nicht zum Aushalten. Lilly, jetzt ist das Maß aber endgültig voll. Ich habe dich wohl mal wieder überschätzt. Nicht einmal zum Laubhaken taugst du etwas. Aha. Ach, egal. Ich habe zwei neue Aufgaben für dich. Die Beete müssten wieder einmal umgegraben werden. Bekommst du das hin? Aha. Das bezweifle ich zwar, aber wir werden sehen. Und wenn du schon mal im Hintergarten bist. Der Schaukelbaum ist von Termiten befallen. Lass dir was einfallen, um sie ein für alle Mal loszuwerden. Also noch einmal, für die ganz Unfähigen. Erstens, Beete umgraben. Zweitens, den Schaukelbaum von Termiten befreien. Aha. Wehe, du machst das nicht ordentlich. Ich werde es mir nicht merken. Inventar, Hake, Wollknäuel. Können wir jetzt vielleicht? Ja, jetzt können wir. Einstellungen. Ich würde gerne so die Sprache ein bisschen. Du sollst nicht lügen. Ja, du machen. Sollst nicht lügen. Machen wir auf 100%. Sound und Musik passt euch? Oder machen wir auch auf 80%? Ja, warum nicht? So, weiterspielen. Sehr gut. Dann passt es jetzt vielleicht. Kellerfenster. Oh. Na, hallo. Die Idee war gut. Aber Lillys Arme waren zu kurz. Ja. Ich glaube, hier auf der rechten Seite. Es verdeckt ein bisschen das Inventar, aber. Da ist der Chat eigentlich. Ja. Dass der Chat gut aufkommt, würde ich sagen. Da wird nicht allzu viel verdeckt. Besser als auf der linken Seite. Ich denke, ja, können wir so machen. Hier ist gerade relativ wenig zu sehen. Die Idee war gut, aber Lillys Arme waren zu kurz. Verstehe schon. Die Idee war gut, aber Lillys Arme waren zu kurz. Ah, okay, wir haben einen Pinsel. Da können wir Sachen anpinseln. Zum Schulteich. Können wir den Teich pinseln? Kann man nicht. Kellertür können wir aufpinseln. Die Kellertür ließ sich nur mit dem richtigen Schlüssel öffnen. Na dann. Pflicht. Die Kellertür ließ sich nur mit dem richtigen Schlüssel öffnen. Verstehe schon. Das ist ein Brunnen. Oh. Freeman. Hallo Freeman. Und ein Bienennest. Die Idee war gut. Aber Lillys Arme waren zu kurz. Aha. Aber. Die Idee war gut. Aber Lillys Arme waren zu kurz. Tja, sehr schade. Gartenschlauch.
Wir haben einen Gartenschlauch. Hey, weg da! Such dir einen anderen Platz zum Spielen. Wie nett. Freeman machte sich offenbar Sorgen um Lily. Die können wir nicht ins Inventar stecken. Schade. Ist das im Hintergrund die Anstalt, die ihr jetzt nicht seht, weil da der Chat im Weg ist? Da ist auf dem Hügel eine kleine Anstalt zu sehen. Aus Ätna bricht aus, wahrscheinlich. Zum Schulteich. Hintergarten.